Herzlich willkommen zur Einführung zur zweiten Begehung der U-Verlagerung mit dem Decknamen Rebhuhn. Wir waren ja da mit Mrs. und Mrs. Lost beim vorigen Mal gewesen. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und in der Registerkarte oben. Und wie ihr gesehen habt, hatten wir da ja in der Position 10 bis 11 ungefähr diese Energiebanane und ansonsten immer mal ein paar kleinere Ausschläge. Und wir hatten gesagt, okay, das müssen wir intensivieren, die Untersuchung. Wir gehen noch ein zweites Mal dahin und schauen natürlich mit deutlich besserem Equipment, was wir da rausholen können. Wir hatten ja auch ja einige EVPs gehabt, wo wir gesagt haben, okay, da waren so viele Störgeräusche, weil es ja durch das Tauwetter, es lag Schnee ab, durch das Tauwetter hat es da überall getropft. Und ja, war halt ein bisschen ungünstig von der Geräuschkulisse her. Deswegen waren wir jetzt wieder dort, diesmal nur mit Mr. Lost, sprich mit dem Björn. Auch sein Kanal findet ihr in der Verlinkung, sowohl oben als auch unten. Könnt ihr gerne reinschauen, wir werden beide wieder das Video reinstellen, er wieder hauptsächlich quasi den, ich sag mal, dokumentarischen Teil, wir hauptsächlich den komplett wissenschaftlichen Teil. Und ich sage schon mal vorweg, ihr werdet überrascht sein, was man mit besserem Equipment dort alles so dokumentieren kann. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch das Video anschaut und ich hoffe, es wird euch genauso gefallen, das Video anzuschauen, wie es uns gefallen hat, dort zu sein und natürlich auch das Material im Nachgang dann nochmal zu sichten. Da. Oh, hier. Hopp. Das ist, als wenn es jetzt genau zwischen uns stehen würde. Ja. Gehen wir zu Björn, das ist dann weg. Ich kann auch mal eben weggehen hier. So, wir sind am Anfang des Tunnels. Ich habe das Aufnahmegerät gestartet, weil wir hier Reaktionen mit einem Magnetfeld von bis zu 10 Milligauss haben. Das sieht man hier gerade auch bei der Aufnahme. Wir haben gerade erst angefangen, Uhrzeit weiß ich nicht. Björn, hast du eine Uhr dabei gerade noch? Ja. Wir haben 11.04 Uhr. 11.04 Uhr. Ist wieder weg. Das heißt. Ist wieder komplett weg. Egal was. Also wir haben auch gerade alle unsere Geräte mehr oder weniger ausgeschlossen. Wir haben auch gar nicht viel jetzt gerade hier in den Händen, dass es verursachen könnte. Ja, also Handy ist aus. So, ich stelle trotzdem mal ein paar Fragen. Halt, kannst du mal weiter in dem Bereich bleiben, wo wir schätzen? Ungefähr hier war das, ne? Ja. Also erstmal kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Eckbert, der Mann neben mir ist der Jan, der andere Mann hier drüben mit der Kamera ist der Björn. Und ja, wir sind heute hier, um festzustellen, ob hier etwas ist. Wenn hier jemand ist, der darf gerne mit uns interagieren. Darf uns auch gerne anfassen, Geräusche machen. Was er allerdings nicht darf, ist uns verletzen und oder mit nach Hause begleiten. Wenn jemand hier ist, wie ist dein Name? Wie alt bist du? Minjasavut Eckbert. Jesui Eckbert. Hello, my name is Eckbert. What's your name? Bist du Deutscher? Mhm. Hallo, willkommen, wir sehen dich. Siehst du das Gerät, das diese Lampe so schön leuchtet? Kannst du mal näher rangehen? Der Jan wird das Gerät jetzt mal bewegen. Hab keine Angst davor, das tut dir nichts. Wir wollen nur mal gucken, wo du genau bist. Okay. Jan, kommst du mal zu mir? Steht da jemand bei mir? Hm? Scheint gleich zu sein. Ah, ja. Gehen wir näher zum Björn. Das sah gut aus. Okay. Eigentlich sollte der Boden nichts haben, was von alleine leitet. Oh, das geht jetzt aber hoch. Ja, das kriege ich nicht mehr viel. Nee, ist weg. Ist weg? Ja. Okay. Jetzt ist die Höhe wieder anders. Also ihr seht, das Energiefeld, das ist nicht statisch, also nicht natürlich. Allerdings ist es auch nicht von unserer Elektrik. Es bewegt sich. Ist mal da, mal nicht und mal an einem Ort, mal an einem anderen. Das Thermometer liegt hier unten. Kann man das sehen? Moment. So. Luftfeuchtigkeit bei 93%, ungefähr 13 bis 14 Grad. Ich wieder aus. Oh, 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 krasser Ausschlag. Uiuiui. Ui, ui. Also hier ist ordentlich was los. Aber warum denn jetzt im Eingang? Letztes Mal hatten wir das mitten in der. Letztes Mal hatten wir vorne gar nichts. Genau, letztes Mal war vorne nichts.
Und das ist ja jetzt eine ordentliche Ladung. Uiuiui. Mal kurz. Ja, jetzt ist sie da weg hier. Ist genau zwischen uns hier. Ja. Und ist auch nicht besonders groß. Oh, guck mal, bis zum Boden fast. Genau jetzt hier vor uns. Upsi. Oh, jetzt ist aber ordentlich groß, das Feld. Ja, was man auch da nochmal betonen muss, ist, ihr seht das, wir haben hier eine Decke, Deckenhöhe von, ich sag jetzt mal, 10 Meter von uns entfernt. Also es kann unmöglich sein, dass die Leute bis hierhin noch schauen. Also unnatürlich die ganze Zeit schon. Und die gleiche Aktivität hatten wir beim letzten Mal im Abschnitt 11 und das hat sich jetzt komplett verlagert auf den Eingang vorne. Jo. Und das ist schon recht viel eigentlich. Ich gehe doch gar nicht mehr weg, ne? Das ist, als wenn direkt einer vorne stehen würde. Ja. Die Ausmaße kann man quasi abschätzen. Jetzt hier von hier bis ungefähr da. Ja, okay. Hat sich vielleicht mitgedreht. Ja, da ist wieder weg. Würde sich das mit dir mitbewegen, wenn du jetzt mal zwei große Schritte zurück machst? Nee. Ist weg. War es gerade kurz wieder. Na, jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist wieder gar nichts. Ich drehe mich einmal komplett im Kreis. Oh! Ja. Den Eindruck, als würde sich das von uns weg und zu uns hin bewegen. Jetzt ist es komplett weg. Wir hatten beim letzten Mal ja schon die Theorie, dass gewisse Energien sich nach wie vor in dem Bereich bewegen, wie er sie es früher gemacht hat. Das heißt, hier wurde ja aktiv in dem Tunnel gearbeitet. Wir haben Maschinen, Bohrmaschinen etc. entlang des Tunnels gestanden. Und eventuell war hier zu gewissen Uhrzeiten entweder Schichtwechsel oder die Zwangsarbeiter, die hier beschäftigt gewesen sind, wurden natürlich auch kontrolliert, dass hier eine gewisse Schneise gewesen ist, wo sich eventuell die Wache oder beim Schichtwechsel auch die Arbeiter rein- und ausgeglichen haben. Und dass es zu bestimmten Uhrzeiten ist. Logischerweise fängt das an einer anderen Uhrzeit für den Mittelgang des Tunnels an und ist zu einer anderen Uhrzeit vorne am Ausgang. Eventuell haben wir das jetzt, dass wir jetzt. Oh, hier ist wieder. Einmal schon mal einen Schichtwechsel haben. Beim letzten Mal war es ganz grob zwischen 15 und 16. Schön, das kommt alle 3 bis 4 Minuten. Ja? Das ja. Könnte ja eventuell ein bisschen meine Theorie stützen, wenn das tatsächlich hier so die Schneise gewesen ist, wo eventuell eine Wache
patrouilliert ist. Auf jeden Fall. Also gerade hat man das schön gesehen, das ist halt mit mir mit. Ich bin halt nach links gegangen und es war permanent auf 3. Bis zur Tür hin und dann war weg. Ob dann eventuell, wie du schon sagtest, sich einer umgedreht hat oder so und dann in eine Richtung. Und dann ist das plötzlich dann verschwunden. Sind jetzt noch 2 Kameras auf uns gerichtet. Können wir mal versuchen, das nochmal zu provozieren? Können wir eventuell gucken. Also ich habe halt irgendwie hier gestanden gerade, habe dann nach links geguckt, dann ist es losgegangen und dann bin ich quasi nach links gegangen und dann war das permanent da. Aber jetzt gerade, wie gesagt, ist hier nichts gerade. Sieht man ja. Wir können halt nur ein bisschen warten. Oh, gerade war... Ja, so hier an der Ecke hier. Ja, da kommt zu langsam. Ne, es ist hier irgendwo hier in der Ecke. Mensch, ne, so weit nicht. So, hier. Ja, hier. So, und dann bin ich gerade, wie gesagt, nach links weg, bis zur Tür. Und das ist schon ein Riesengebiet gewesen. Bis ungefähr hier vorne und dann ist auf... Oh, okay. Okay, jetzt seht ihr das nicht so ganz gut. Aber ja doch, das dürfte man. Auf jeden Fall ein Ausschlag bis... Aber sogar bis hier vorne. Sogar hier draußen. Kurz. Ah, umgedreht wieder. Jetzt warte ich mal kurz hier ein bisschen, ob sich's wegbewegt. Nee. Das ist ja ein Ding. Ah, jetzt ist weg. Jetzt ist wieder da. Jetzt weg. Leuchtet aber zu doll. Da sind so viele. Also wir können mal kurz gucken, aber irgendwie. Ja, das Einzige, was eventuell. Oh, jetzt ist wieder hier Ausschlag. Aber das hat eigentlich nichts viel mit dem Zug zu tun, weil wir haben jetzt die ganze Zeit Aktivität hier, obwohl der. Genau, wo der Zug hier nicht ist gerade. Also, siehst du? Und es ist ja nicht an der gleichen Stelle. Würde sich das jetzt nochmal ziehen bis zum Ausgang? Moment. Wenn du zur Tür gehen würdest. Ja, ist es noch? Ich glaube, das war noch. Hier. Ah, hier ist es eher. Jung. Okay, hier ist gar nichts mehr. Hm. Ja, es ist immer nur sporadisch hier. Obwohl, da kommt was. Können wir noch mal vor die Tür gehen? Zumindest? Ja, genau. Machen wir mal. Sehr gute Idee. Der fährt jetzt leider aus der anderen Richtung. Jo. Den werden wir jetzt wahrscheinlich verpasst haben. Ja, hier ist auch gar nichts, auch vor der Tür. Also kein bisschen Ausschlag, gar nichts. Nee. Nichts. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Zug bis hierhin strahlt, beziehungsweise nein. Ja schon... etliche 100 Meter vor uns. Allein schon hier durch den ganzen Berg durch. Ja, und die Leitungen auch nicht. Weil dann nee. Richtig. Und auch nicht so weit. Ich meine, die Luft ist ja jetzt nicht so das leitende Medium. Ne? So, ich werde jetzt mal das IMF, werde ich jetzt mal hier hinlegen. Ich werde mal das Gerät rausholen. Aber hier seht ihr, ist nichts. Ich bewege mich etwas, gehe wieder in den Eingangsbereich, wo wir die Aktivität hatten. Und jetzt ist hier nichts mehr. Oh!
Hier stört irgendetwas das eigene Magnetfeld des Gerätes. Irgend in der Nähe ist etwas. Also eine Störung, ein eigenes Magnetfeld, eine Energiequelle. Jetzt ist hier wieder nichts. Oh, oh, oh. Ja, irgendetwas ist. Das ist genau wie die im. Oh, shit. Okay, das ist genauso krass, als wenn irgendetwas Menschliches vor einem stehen würde. Sonst wird das nicht so abgehen. Eieieiei. Das geht ja richtig ab. Ich reset hier nochmal. Und direkt, als ob irgendetwas vor mir stehen würde. Ich kann das ja mal als Test. Mache ich mal kurz aus. Und ich gehe mal kurz ein bisschen weg hier. So, ich mache das mal kurz hier hinten. Die dürfte ja nicht sein. Außer es folgt mir. So, ihr seht es. Ich drehe es um. Und es reagiert, wenn ich hier stehe. Seht ihr das? Und dann ist es wieder weg. Und das bin ich nicht mehr. Das heißt, es ist irgendetwas anderes, was gerade sich um mich herum bewegt. Ihr habt das ja gesehen, ne? Das geht ordentlich ab, wenn es halt ein Magnetfeld, ein Mensch, der Körper ist ja auch nichts anderes als ein Magnetfeld in dem Sinne, weil wir Energie erzeugen. Und auch benutzen, zellbiologisch natürlich. Das ist seltsam. Also wie gesagt, hier kann man auf jeden Fall feststellen, dass diese Signale fast so stark sind oder manchmal sogar noch ein bisschen stärker waren, als wenn hier ein Mensch stehen würde. Und seht ihr wieder, ist nichts und es ist auch kein Zug gefahren die ganze Zeit. Ne? Also habt ihr auch mitbekommen. Das heißt, das kann man fast schon ausschließen, dass es damit zu tun hat. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen mit der Kameraführung noch nicht so ganz. Wenn ich jetzt nicht mehr das Gerät hier dran halte, weil das ist ja, hat ja auch ein ganz schwaches Magnetfeld, die Kamera. Das Ding ist wirklich so fein, das kann das spüren. Deswegen gehe ich mal nicht zu nah ran. So. So, ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen. Natürlich nehme ich meinen IMF-Meter wieder mit. Oh, 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 habt ihr das gesehen? Das ist wieder was. Hat sich wieder was bewegt um mich rum. Oh, scheiße. Okay, die. Jetzt bleibt die Frage. Moment. Ich mach den mal kurz weg, den Ram Master. So. Kurz gucken. Entschuldigung, wenn ihr das hier seht, hier ist kein eigenes Magnetfeld. Irgendetwas hat dieses Magnetfeld eben gestört. Könnte sein, dass es die Steine sind. Deswegen würde ich jetzt mal davon absehen, das jetzt als irgendein Fund zu werten. Ich stecke kurz den SK2, stecke ich kurz weg. Ich das mal kurz so. Okay, das dürfte halten. So, ich nehme es nochmal raus und gehe jetzt mal testweise an irgendeine Wand. Und dann können wir herausfinden, ob die Wand das Problem ist. Ja, aber nicht so stark. Ihr habt gesehen, ne? Oh, jetzt. Irgendwas um uns rum. Eieiei.
Also irgendwas bewegt sich hier um uns rum und stört das Magnetfeld von dem Gerät enorm. Ihr habt ja gesehen, das hat nicht mal so gepiepst, als ich mir das Ding vor die Brust gehalten habe. Das heißt, irgendwas ist in dem aufgebauten Magnetfeld, was dieses Magnet macht, was dieses Gerät macht, stört es enorm. Also es ist voll Ausschlag. Und ihr hört es ja piepen. Ich werde das nochmal resetten. Dann gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass es nicht am Gerät liegt. Ja, hier wieder. Irgendwas ist hier. Uiuiui, jetzt ist es richtig krass. Ich habe leider kein Tonaufnahmegerät. Ich mache nochmal kurz hier einmal aus. Und direkt wieder. Eieieiei. Also hier vorne ist auf jeden Fall irgendetwas. Okay, dann haben wir das schon mal dokumentiert. Okay, bei dem Gerät handelt sich das um die sogenannte Poltertune. Und das Gerät ist eigentlich quasi ein Bewegungsmelder, ein Ultraschallbewegungsmelder. Das sendet Ultraschallwellen aus. Und je nach, wenn die irgendwo abprallen und zurückkommen, hat das eine Grundmessung. Ändert sich etwas in der Länge, also dass sie irgendwo vorher abprallen, dann reagiert das, also wirklich wie ein Ultraschallbewegungsmelder. Nur mit dem Unterschied, das behält den Messwert nicht bei, sondern das variiert ihn. Das heißt, jeder, der da durchgeht und irgendwas Materielles hat, irgendwas, wo Ultraschallwellen abprallen können, reagiert drauf. Und dann spielt die Musik. Das ist zum Beispiel meine Hand. Okay, das ist hier vorne den Sensor. Genau, das ist der Sensor. Der macht so keilförmig. Das heißt, okay, wenn ich jetzt mal hier bewege, wie weit muss ich? Ich kann ja mal kurz hier. Ja. So, Jan, geh du mal näher. Wie weit ist die Reichweite? Schon nicht so ganz ausgetestet. Okay. Also bis hier ungefähr. Wenn du durch die Tür hier gehst, müssten wir es hören. Und unter der Voraussetzung natürlich, dass es Ultraschall wäre. Du hast gerne testen können. Ich schaue es gerade so. Ja, wir stellen die Kamera jetzt mal ein bisschen anders jetzt, wenn ich die nach und nach hier aufbaue. Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich nicht ganz geplant gewesen. Das ist nämlich unsere Position 11 hier, wo wir letztes Mal diese Energie hatten, die wir Energiebanane getauft haben. Das ist genau die Mauer, die rechte Seite ist mittlerweile aber eingefallen. So, die Kamera steht jetzt genau an Position 11. Boah, die geht ordentlich ab, ne? Die Kamera, die parallel steht in einem Meter Abstand von ungefähr anderthalb Meter. Gut, man sieht, dass da nichts drauf ist erstmal. Ja. Ja auch noch? Ja. Okay. Ja. Okay, neu, dann wollen wir das ein bisschen entfernen. Also, so sieht es dann aus, wenn irgendwas, was Energie abstrahlt, in Form von elektromagnetischen Wellen und Wärme und eine Form hat, die etwa menschlich ist, dann wird so ein Bild dargestellt. Ich bin das hier in dem Fall. Ich glaube jetzt mal ein Stückchen, dann seht ihr auch, dass die Reichweite wahrnehmbar ist. Verschwindet. Ja, bis hier schon, bis zur dritten ungefähr. Bitte? Bis zur dritten ungefähr. Thank you.
Thank you.
Gut. Soll ich schon mal ein Stativ aufpacken? Gut. Können wir mal ein bisschen weitergehen? Ja. Ich filme mal nach vorne. Der Jan hat ein Auge aufs K2, ich natürlich auch. Aber damit ihr nicht nur so seitliche Schritte seht. Also ihr seht auch, der Ton ist deutlich aufgeräumter als beim letzten Mal. Und boah. Das war der Pion bestimmt, oder? Ja, das Pion. Ja, das ist alles richtig leid. Das ist toll, ne? Schön Kristallbilder. Das ist zum Ausgewaschen. Ja, ich habe das Gefühl, das ist mehr geworden. Oh. Oh, da. Es ist irgendwie die Seite hier, also mit der Seite hat es das. Ja. Warum nur? Die eine Meinst Seite du diese Kristallbildung? Nee, geh mal ran. Wir können es ja genau wie beim letzten Mal testen, wenn wir uns nähern. Oh, diesmal? Hupsa. Ja gut, Konstantplatte kann man es nicht nennen. Ja, es nimmt ab. Aber diesmal bewegt es mal ein bisschen was an der Wand. Waren die letzten? Ja, die letzten Mal waren die, glaube ich, auch schon ausgehoben. Ja, die waren auch schon ausgehoben. Auf jeden Fall, das ist schon früher gewaschen. Und hier läuft es jetzt. Guck mal, jetzt ist die ganze Zeit K2 ist auf 0 quasi. Ja, das ist nur zwischen 10 und 11 gewesen. Das heißt noch ein bisschen weiter, also vielleicht bis zu 12 oder was da kommen müsste. Ja. Aber guck mal, jetzt kann man auch da durchsehen, wenn ich jetzt so mache, ist alles möglich. Ja, ja. Witzigerweise, natürlich kann man es auf der Kamera nicht sehen. Ironie. Aber warte mal, ich näher mich jetzt ja langsam in diesen Mauerspit wieder. Und da müsste man es ja dann nach und nach eigentlich erkennen. Ja. Noch sieht man die Mauer gar nicht. Aber wir jetzt können gucken, ob wir nach der Mauer wieder Aktivität feststellen können, wie letztes Mal. Da hat wieder kurzzeitig Aktivität. Ja. Weißt du, dass da Frina und Björn die Aktivität hatten und wir kamen dann wieder dazu? Ja, das kann man. So einmal hier links. Genau. Wir einmal Aktivität und einmal hier zwischendurch, glaube ich. Falls irgendeiner mit uns reden möchte, kann er das verlautbaren, indem er sich diesem Gerät nähert. Falls in 5 Sekunden sich keiner genähert hat, gehen wir weiter. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Einmal hier gucken. Ja, warte, ich muss hier aus dem Blick. Was sagt das K2? Das sagt nichts. Das sagt nichts. Ich habe nur so eins benutzt. Ich such. Hat Jan scharf gebremst? Bitte? Da hat der Jan scharf gebremst, sagt. Ich wollte nur das K2 drauf haben. Auffällig ist auch. Ja, teilweise. Auffällig. Doch, hier, die war sogar losgelöst. Da habe ich letztens sogar noch drüber gesprochen. Ja, auffällig ist nur, diese Mitte hier, die trocken ist und der Rest ist feucht daneben. Aber jetzt haben wir es so feucht halt. Hier hatten wir keine Aktivität. Nee, ich bin auch gerade dran. Aber hier sieht man, schaut mal, Teelichter. Hier hat jemand quasi einen rituellen Aufbau gemacht, Party gefeiert oder was auch immer. Ja, das da vorne waren auch ganz viele Teelichter. Ja. Die sind aber nicht runtergebrannt. Doch, ehrlich? Nein, sind sie nicht, siehst du. Aber sie waren angebrannt, oder? Ja, die hat irgendeiner ausgepustet nach einer Zeit. Ja.
Nee, das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das war einfach nur irgendwie... Ich denke eher, das war Setting, Feeling. Wie so ein... Das ist von Björn da hinten. Ja, das sind die Parallels. Aber das schallt nicht so. Es war wie so ein einzelner Schritt. So. Okay. So ein einzelner Schritt ist auch ein Schritt. Was ist denn? Kannst du ruhig schmerzen, wenn du willst. Witzigerweise hat die Gesichtserkennung gerade etwas erkannt gehabt. Für einen kurzen Moment. Ja. Ja, aber es ist dann sofort wieder weggelesen. Das war keine Sekunde. Hatte ich aber auch an der Wand gerade einmal. Ja, wahrscheinlich, wenn man sich dreht, dann... Die ersten Platz und zweitens hat die halt viel Profil. Ja. Ah, hier, guck mal, sind das nicht auch Teelichter? Jo, eins. Oder? Ja, ja, da kommt noch ein nächstes. Da vorne ist wieder was auf dem Boden, was hell ist. Vielleicht ist das auch ein Teelicht? Nee, das sieht anders aus. Wir hatten übrigens gerade da, wenn wir unseren Poltergeist-O-Mart hatten. Ja, Poltertune, ja. Ja, da haben wir auch ein, zwei Teelichter auf dem Boden. Ja, das stimmt, das hatte ich auch gesehen. Ja, wenn du deine Scheiße nicht wieder mit. Was da alles ist, ne? Ja, toll finde ich es auch nicht. Ja, irgendwie kam jetzt letztens kürzer vor. Hast du gehört? Nee, ich bin selbst so laut. Ich sehe noch Björn gerade, der mich voll anstrahlt. Boah, der testet gerade seine Lampe. Ja. Hast du einen Schritt gehört, vermutet? Nee. Ich bin mir nicht sicher, was ich gehört habe. Das ist zwar komisch. K2 ist aber ruhig, wie ich sehe. Ja, hatte so eine leichte Ähnlichkeit mit diesem komischen Rauchen, was wir da wieder haben. Boah, warte mal, stopp. Da ist was dunkler als der Rest. Jetzt ist weg. Ich nehme deinen Abwehr weg. Gesehen. Das ist doch wie so ein Torbogen. Ja, hier da links. Hier in der Mitte quasi von meinem Strahl jetzt. Ja. Ein bisschen weiter. Ist da was? Aber ich sehe es jetzt nicht mehr, oder? Das war dunkler als der Rest. Ja. Das lässt mich auf Kamera drauf haben. Aber ich hab das. Was? Ja, das hast du nicht gesehen, ja? Ich hab's mit der Kamera nicht. Das ist zu weit weg. Nee, das ist zu neblig auch. Oder? Da ist nichts. Da ist kein Torbogen. Das sah aus wie so ein Torbogen fast. Ja, ich habe auch was gesehen. Ich habe keinen Torbogen, ich habe zu spät drauf geachtet. Ich habe da unten geguckt. Was hast du gesehen? Du hast doch gesagt, du hast anders gesehen. Ja, ja. Ja, ja, ungefähr. Ja, ich würde zwar sagen, hier etwa, aber ja, ungefähr. Die haben auch die ganze Scheiße weggeräumt. Ja. Das ist wilder hier lang. Also hier sind noch keine Fußspuren. Das heißt, hier sind Fußspuren. Wie frisch sind die? Die sind von gerade, also von... Von den zwei Leuten, die da lang gingen, ne? Zwei Leuten. Hier habe ich gerade was gesehen, wie ein Torbogen oder auch ein Schemen, kann gut sein. Aber es war dunkler als der Rest. Beziehungsweise ich habe halt auf mein K2 geachtet und habe dann hier irgendwie auch sowas, weiß ich nicht, wie so ein schwarzer kleiner, so ein Nebel halt, so ein bisschen. Also dass es halt dunkel war, obwohl es beleuchtet war. Es war einfach so eine dunkle Stelle. Bei mir sah es massiv aus. Wirklich wie, du kennst doch einen Torbogen, links, rechts eine Säule, oben Dach. Ja, ja, ja. Und dann dazwischen ist doch so eine dunkle Lücke. Genauso sah das aus und das war hier an der Stelle, wo wir jetzt ungefähr stehen. Ja, wir sind jetzt am Ende unserer Untersuchung angelangt. War sehr viel los, wie ihr diesmal gesehen habt. Wir schauen dann der Auswertung noch, was alles noch so passiert ist. Wir hatten ja Sachen quasi im Sinne von Monitoring laufen, ohne dass wir dabei waren. Das habt ihr natürlich jetzt im Video gesehen. Wir sehen uns das jetzt quasi im Nachgang an. Und ja, ich hoffe, es war interessant. Wir möchten nochmal auf jeden Fall in den Tunnel zurückkommen mit ein paar neuen Ideen, wie wir vielleicht dann doch noch feststellen können, was hier ist. Anscheinend nimmt uns ja hier nichts wahr. Ja, ansonsten sehen wir uns jetzt gleich in der Nachbesprechung. Und ja, wir freuen uns natürlich darauf, euch beim nächsten Video auch wieder zu sehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung der zweiten Untersuchung der Uferlagerung mit dem Decknamen Rebhuhn. Ja, wir hatten ja ursprünglich bei Position 10 bis 11 die Energiebanane, wie wir sie getauft haben, also die Energie, die sich so bogenförmig im Raum verteilt hatte und immer wieder da war und mal weg war, wo ja auch die These war, dass das vielleicht Soldaten oder einige der Häftlinge sind, die sich da bewegen. Ja, und denen sind wir jetzt natürlich nochmal, wie ihr gesehen habt, intensiver nachgegangen. Und wie ihr gesehen habt, wir haben quasi vorne mit dem K2-EMF-Meter und mit unserem REM-Sensor festgestellt, dass da auch Aktivität ist. Und natürlich auch hinten das 3,5-stündiges fast Monitoring mit dem Paralyze, von dem ich jetzt 3 Stunden insgesamt ausgewertet habe, um festzustellen, besteht denn jetzt ein Zusammenhang zwischen den Zügen, dass irgendwie Signale zugeschaltet werden, Strom auf die Gleise gegeben wird, die Leitungen drunter verlaufen und deswegen dann die Sachen reagieren oder die Hochspannungsleitung von den Zügen tatsächlich so weit strahlt durch die 10 Meter Mauer durch und dass, also die Mauer ist nur 5 Meter, aber dann noch 5 Meter Luft, dass das trotzdem reagiert. Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben bei der Auswertung. Ich blende euch das jetzt kurz mal hier ein. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich hier mit den farbigen Sachen im oberen Teil des Zeitstrahls quasi aufgezeigt, wie stark die Paralytes reagiert haben. Ihr seht, alle 10 Sekunden habe ich quasi einen Cut gemacht und geschaut, wobei quasi dann jeder Millimeter der Zeichnung, zumindest der Originalgröße, dann 10 Sekunden darstellt. Jetzt ist durch das Video und je nachdem, wie groß euer Bildschirm ist, lässt sich das natürlich nicht genauso nachmessen, klar, aber man sieht zumindest die Verteilung, blau ist halt Paralyte auf der zweiten Stufe, das heißt bis 2 Milligauss, das heißt bis 1,5 Milligauss, ist schwer zu sagen manchmal. Dann, wenn es quasi grün ausgeschlagen hat, sind wir schon bei 2,5 Milligauss und bei gelb ist es dann 5 Milligauss, manchmal sogar bis 10 Milligauss, obwohl das schon diese orange Stufe ist, das ist aber manchmal schwer zu unterscheiden. Und wie ihr in der Grafik seht, sind in schwarz dargestellt die Zeiten, wo Züge vorbeigefahren sind. Und was man klar erkennen kann, es ist keine Korrelation zu sehen. Manchmal fährt ein Zug vorbei, die Paralytes reagieren schwach, manchmal fährt ein Zug, sie reagieren stark, manchmal fährt ein Zug, sie reagieren gar nicht. Meine erste Tendenz, die ich gesehen hatte, war, kurz vor und kurz nach dem Zug reagierten die Paralytes besonders. Das hat sich dann aber über diese ganzen 3 Stunden Monitoring nicht bewahrheitet. Ich sehe hier leider wirklich keinen Zusammenhang. Und wenn einer von euch vielleicht eine Idee haben sollte, ein Elektriker, ein Bahner oder so, wie das eventuell sein könnte, dass quasi nur dann Strom oder der Strom so draufgegeben wird, da bräuchte ich mal, würde ich mich über eine Erklärung freuen, weil ich sehe tatsächlich hier keinen Zusammenhang zwischen den Zügen und der Reaktion der Paralytes und damit zwischen den Magnetfeldern, die gemessen wurden. Ja, was den Parascore angeht, wenn wir alles zusammenrechnen, dann kommen wir auf einen Parascore von 62. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Parascore ist quasi der Maßstab, den wir etabliert haben, um zu messen, ob paranormale Aktivität vorhanden ist oder nicht. Ich verlinke das Video dazu auch wieder in der Videobeschreibung und natürlich auch oben in den Kärtchen. Ebenso wie die U-Verlagerung Teil 1 findet ihr auch natürlich verlinkt, damit ihr da auch nochmal reingucken könnt. Und ja, das ist sehr hoch. Wir sagen ab 10, sagen wir, es ist paranormal, weil damit Messungenauigkeiten, Messfehler ausgeschlossen werden können. Ich muss allerdings gestehen, in dem Fall habe ich trotzdem ein bisschen ein Problem damit, auch wenn ich dazu jetzt erstmal stehe, weil das so viel, so lange, so häufige Aktivität ist, dass wir entweder richtig, wirklich viel paranormale Energie an diesem Ort gespeichert haben, die nicht versucht mit uns zu interagieren, oder aber es einen technischen Grund hat, den wir einfach noch nicht sehen. Und wie gesagt, in dem Punkt würden wir uns freuen, wenn ihr vielleicht helfen könntet. Mit allen Leuten, die ich gesprochen habe, die haben keine Idee bisher gehabt und ich selbst leider auch nicht, von daher bin ich dafür jede Idee dankbar. Wir werden auf jeden Fall nochmal dahin gehen. Geplant ist, das Monitoring auf den gesamten Tunnel sowohl horizontal als auch vertikal zu erweitern, um eventuell festzustellen, woher es kommt und wie sich es sich insgesamt bewegt. Das werden wir dann auch irgendwann angehen. Und ja, zur Auswertung. Eindeutig paranormal, solange wir nicht wissen, wie der technische Hintergrund ist. Punkt. Was wir euch im Video gezeigt haben oder versucht haben zu zeigen, was aber nicht auf der Kamera zu sehen war, war die dunkle Gestalt, eigentlich sag mal den relativ dicht manifestierten Schatten, den Jan und ich gesehen haben, der allerdings von der Kamera nicht aufgenommen wurde, weil es war zu weit weg und durch die hohe Luftfeuchtigkeit hat das Licht, was wir in diese Richtung gemacht haben, gereicht, damit wir diesen schwarzen
diese schwarze Masse, sage ich mal, sehen konnten. Aber für die Kamera hat es leider nicht gereicht. Wir haben es trotzdem mal mit reingenommen. Allerdings ein Parascore nicht berücksichtigt, weil die Videodokumentation nicht ausreichend war. Aber trotzdem wollten wir gerne, dass ihr das zumindest mal gehört und gesehen habt. Vielleicht habt ihr ja sogar auf euren Geräten was gesehen. Ich habe es versucht, zu heller zu machen, die Schärfe zu ändern. Ich konnte leider auf der Aufnahme überhaupt nichts erkennen. Von daher vielleicht eine persönliche Erfahrung. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir würden uns natürlich wie immer über ein Like freuen. Ein Abo ist auch immer eine tolle Sache. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr dazu natürlich auch entsprechend die Links wie immer in der Videobeschreibung und auch oben. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns dann doch weitersehen wollt, wie es weitergeht. Vielleicht mit der UFO-Lagerung Teil 3. Allerdings haben wir auch noch ein paar andere coole Untersuchungen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß und ja, tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen. Da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.